freiwillig. So Leute, willkommen zurück bei Teil 2 unserer Tots Food Truck Challenge, Leute. Wenn für alle die, wo den Teil 1 noch nicht gesehen haben, Leute, könnt ihr jetzt in der Videobeschreibung klicken oder da oben, ne? Und checkt auch mal unseren neuen Sponsor aus, da bekommt ihr noch 3%, Leute. Falls euch da ein paar Coins fehlen, könnt ihr uns natürlich so auch unterstützen. Müsst ihr natürlich nicht, ne? Freiwillige Sache natürlich, ja. Ich sehe gerade, Goldcar, Überweisung, 3000 Euro, was ist da los? So Leute, würde ich sagen, suchen wir hier mit unserem Team den nächsten Gegner und hoffen natürlich, dass wir in der Runde weiterkommen wieder hier. Wir wollen den Footdraft holen, das ist ein geiles Team, finden wir, oder? Lässt sich gut spielen. Läuft wie die Shisha, Leute. Leute, wir suchen gerade unseren Rapper aus der Jugend, Marc Reis, könnt ihr mal drunter schreiben, vielleicht kennt ihn jemand von euch. Oh mein fucking Gott, Alter, was sieht der für ein Team? Alter. Okocha, den Legende. Oh, der hat den scheiß schnelle Bellerin, ja, ja, drin. Leute, auf jeden Fall ein guter Gegner hier. Wie gesagt, schreibt mal drunter für alle, die, ob ihr Marc Reis damals noch Sprachtot kennt. Mannheimer Rapper, Leute. Richtig, richtig geil. Alter, der hat uns wirklich durch die Jugend gebracht. Ja, checkt auch mal. Auf jeden Fall könnt ihr mal dem seine Lieder auch bei iTunes und sowas auschecken, Leute. Weltklasse, hä? Meinen alten Freund Sprachtot, alias Marc Reis, wieder getroffen. Wer postet das? Der Typ, mit dem ich nochmal kontaktiere, den hockt ja doch alle, die Keule. Ja, ja. Auf jeden Fall, Leute, checkt mal das Lied Huren im Club aus, das ist Weltklasse. Geht schon los? Ja, jo. Okay, sorry, Marc, später. Jedes Album von ihm ist jetzt immer ehrlich gekauft, steht ja sogar in der Vitrine da hinten, ja, drin, Leute. Der hätte auf jeden Fall, Leute, der hätte es viel, viel weiter packen können, der Typ, ne? Aber definitiv, der hat sich nichts draus gemacht, aus irgendwelchen Großen die Eiern zu lutschen, ne? Der war immer ehrlich geblieben, der Mensch. Real motherfucker, Alter. Oh, hat er eigentlich einen JJ Okocha? Ah ja, du kriegst ja gar nichts mit, Alter. Ich war gerade beim Sprachtod. Oh. Ah, Lopez. Sehr schön gespielt. Das ist unser Tots. Sack Golf, oder wie heißt? Wahrscheinlich, boah. Vielleicht sprechen wir das wahrscheinlich ganz falsch aus. Ja, Sack Golf. Leute, vielleicht alle, die es bis jetzt wissen, ne? Ich will jetzt den Simon jetzt nicht ein bisschen deprimieren, aber Simon ist im Teasy Money Cup noch ohne Tor. Dann mach mich doch fertig. Ich wollte nur sagen, die so viel zum Thema, dass die Leute wieder wissen, wer der Bessere ist. Bilanz, Timo, ich kann es euch gerne mal bei Instagram hochladen, Leute. Da Bilanz, Timo vs. Simon. Da könnt ihr uns nämlich auch gerne folgen. Simon 0, Timo 2. Bilanz gestern Spiele, 5 Siege. Und dadurch hatte ich Leicester, Leute. Ich hatte Leicester. Ja, wenn du das halt nimmst, danach hast du auch Barca bei uns komplett zerfickt. Das war mein letztes Spiel, dann hatte ich noch Dortmund, da hat er sich gefeiert wie ein großer, Leute. So, wenn man die Meisterschaft gewonnen hätte. Hab ich. Was immer am meisten wehtut, ist dann, wenn der Satz kommt, so, ich kann halt nach gut schlafen. Ja. Der tut immer richtig weh, der geht bis ins Knochenmark, ja. Oder was auch immer richtig wehtut, Leute, wenn dann der Sieg steht von der Meisterschaft, von der Freundschaftssaison und dann fragt man einen anderen, was steht bei dir da gerade so? Was steht bei mir? Sämtliche Ausrede oder kurz stillgeschwiegen, um es zu vertuschen. Also Leute, die gehen wirklich ins Knochenmark, also das muss man zugeben. Meistens ist dann so, Timo, was siehst du gerade bei dir? Hm? Kommt ja, dann nur so ein ganzer... Was? Wiederholt bitte mal noch was? Hm? Ah, ne, steht, Spiel wird geladen. Ja. Die gehen immer richtig ins Knochenmark, aber der Satz ist die schlimmste, so. Also ich kann mit Nacht gut schlafen. Der tut weh, weil es beschäftigt mich auch noch nachts, wann ich verloren habe. Jetzt kommen wir aber wieder. Konzentration für Di Maria, wird der geflanscht. Schön. Schön. Wäre vielleicht eine McGee oder eine Berberspin. Ja! Boah, es ist ein Zuhörer, ist einfach kalt. Weil eine Buchse ist, ist er kalt. Hey! Hat geklappt, hab ich gar nicht gesagt. Ich fand ihn scheiße. Und den? Fand ich auch kacke. Oh, was war das denn Pass? Für den Witter jetzt. Okocha 1-1. Das lässt sich halt lachen. JJ nicht nehmen sowas, ne? Das kennen wir eigentlich aus unserem. Und er zeigt die Oberschenkel. Er zeigt. Hat heute Morgen noch 40 Kilo Beinpresse gemacht. Was sind denn JJ? Es ist, weil du einfach in die Leine kast. Keine Angst, Männer, entspannt euch. Ich bin voll und ganz da. Ich bin hellwach. Schön, schön. Suarez! Suarez! Ausgleich, Timo ist da. Leute, ich hab's euch gesagt, Alter, entspannt euch. Macht immer ein bisschen den Calm Down, Alter, wenn ich ein Gegentor krieg. Ich brauche manchmal den Druck dann einfach. Also immer, wenn Timo ein Gegentor kriegt, immer so, ja, mal kurz. Ja.
macht er dir den rein? Und er zeigt wieder auf der Oberschenkel. Jetzt wird's eng. Aber alle, jetzt mal ganz Mensch, kann aber an Lopez jetzt wirklich mal halten, ne? Halko. Oh, aber er holt seinen defensiven Mann raus, Fehler. Das war spielentscheidend, Leute. Merkt euch diese Aussage von mir. Guckt nochmal ins tiefe, leere Gesicht von dem Kollege hier. Komm, Marcelo, komm, Marcelo. Iniesta nochmal. Scoop-Turn. Iniesta. 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 Nein. Das war's. Was? Elfer? Scheiße! So, da sind wir draußen. Hol auf jeden Fall die Packs ab. Das mache ich am besten, ne? Ja, gönn dir. Egal, da ist nochmal so ein Jumbo-Set drin, Leute. Ich würde sagen, wir fangen hier vorne ganz geschmeidig an. Öffne schön, alle sechs. Ja. Scheiße. Packlack ist back. Also Leute, so extrem wie über 16 war unser Packlack noch nie. Damit wollten wir uns eigentlich nur bedanken bei EA. Vielen, vielen Dank, wirklich. Geht ein großer Dank raus. Wir haben eigentlich fast gar nicht mehr arbeiten müssen durch die viele Coins, die wir gemacht haben bei deinem Pack oben links. War eigentlich die Arbeit umsonst, ne? Kann man so sagen. Halbtagsjob angenommen. Ja, ich sehe jetzt hier einen Hector, Alter. Der bringt Lob. Oh, oh, oh! Nur ja, doch gerne mit 1000 Coins. Aber von den letzten zwei Packs verspreche ich mir sehr, sehr viel. Ja. Ja. Jawohl. Kennst du nicht den González? Doch, das ist ein sauguter Mann. So, hier, da von dem drei Seltene sind hier drin in dem Paket. Drei Seltene wird ein Seltener. Oh. Wow. Wow, 3000 Münze. Kommt ein Silbertotz. Zieh mal einen Silbertotz raus. Komm, öffne dich, Blitzpaket. Öffne dich! Super. Ja. Ja Leute, ich würde sagen, da sind wir schon draußen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst es auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Lasst uns das sehen damit. Und man muss sagen natürlich, wir hoffen euch gefällt euch unsere Speed-Woche. Jeden Tag. Ich hoffe, es gefällt euch wirklich. Nochmal wirklich als Dankeschön. Können wir jetzt eigentlich gar nicht oft genug bedanken. Genau, für die Unterstützung. Die geilste Community, die wir haben. Weltklasse. Und Leute, wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, dann gibt uns auch ein Abo, ne? Dann seht ihr auch immer, wenn was Neues rauskommt von uns. Ich würde sagen, wir sind draußen. Haut rein. Ciao.